Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es mal um das Thema Spreads. Ihr hört es, über uns wird immer noch ein wenig gebohrt, aber bald ist es vorbei. Und also Thema Spreads. Ich habe nämlich gerade hier in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler, habe ich gerade eine Frage gelesen. Und zwar hat jemand gefragt, wie man denn die richtigen Spreads findet. Und dann machen wir das gleich doch mal hier ad hoc an einem aktuellen Beispiel. Die Frage, die es bei Facebook gab, war also die, wie findet man denn Spreads, die ein Verhältnis von 1 zu 10 zur Prämie haben. Ne? Also, dass man sagt, okay, für einen Dollar, den ich einnehme, habe ich maximal 10 Dollar Risiko in dem Spread. Ne? So. Und wie kann man das jetzt machen? Und im Grunde genommen ist das gar nicht so kompliziert, das Ganze umzusetzen. Ihr müsst im Grunde genommen nur Folgendes beachten. Immer wenn ihr einen Spread aufsetzt, also einen Bull-Put-Spread, einen Bear-Call-Spread, was auch immer, dann müsst ihr euch als allererstes oder solltet ihr euch als allererstes immer anschauen, wo liegt denn meine zu verkaufende Option? Je näher ihr mit der zu verkaufenden Option ans Geld herangeht, umso höher wird eure Prämieneinnahme auch in einem Spread sein. Machen wir das mal an einem aktuellen Beispiel. Wir haben jetzt beispielsweise die Apple-Aktie. Die kostet momentan 187 Dollar. Ne? So, also nochmal hier 187 Dollar. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr verkauft beispielsweise eine Option direkt am Geld, dann werdet ihr für diese Option, also eine ATM-Option, hier ATM, da werdet ihr ungefähr 410 Dollar dafür bekommen. At the money, 410 Dollar. Wenn ihr dagegen jetzt geht beispielsweise auf ein Delta von 10, also für eine Out-of-the-Money-Option, ich mache ja hin mal Delta 10, dann werdet ihr für die bekommen etwa 70 Dollar. So, und das Ganze ist berechnet auf Optionen mit einer Restlaufzeit von 43 Tagen. Ja, also ist jetzt hier der 29. Juni. Also nochmal der Vergleich am Geld. 410 Dollar und der Delta 10 70 Dollar. So. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wie ihr jetzt den Spread gestaltet, wie der Abstand ist. Wenn wir aber jetzt einfach mal sagen, dass wir bei diesen Optionen beispielsweise einen Abstand von 5 Punkten haben. Ne? Also sagen wir, um das euch zu verdeutlichen, wir haben also hier den verkauften Put und darunter den gekauften Put. Und die Differenz davon ist 5 Dollar, also bei den Strike-Preisen, so hier. Dann werdet ihr mit diesem Spread ein Risiko haben, ein maximales Risiko von 500 Dollar. Warum 500 Dollar? Naja, 5 Dollar Unterschied zwischen den Strikes. Und eine Option bewegt immer 100 Dollar, also bei Aktienoptionen. Und in dem Fall wären das also jetzt 500 Dollar. So, und jetzt könnt ihr euch sehr leicht ausrechnen, wie viel Prämie bekommt ihr. Also, wenn wir jetzt beispielsweise hier nochmal unsere Zahlen von vorhin nehmen und sagen, okay, wir würden eine At-the-Money-Option verkaufen, die uns 410 Dollar bringt, gehen 5 Punkte weg, da müssen wir ungefähr 235 Dollar bezahlen, das heißt, das sind dann 175, richtig? Dann, genau, dann bekommen wir 175 Dollar Prämie für ein Risiko von, für ein Max-Risiko von 500 Dollar. So, das ist also jetzt hier bei der At-the-Money-Option. Ne? Also das heißt, das ist ein super Verhältnis zwischen Prämieneinnahme und Risiko. Jetzt gehen wir aber mal auf die andere Option, nämlich die, wie wir gesagt haben, am Delta 10. Und da hatten wir ja ungefähr so 70 Dollar Prämieneinnahme. Und wenn wir bei der jetzt 5 Dollar weggehen, dann müssen wir ungefähr 40 dafür bezahlen. Das heißt, dann sieht das Verhältnis so aus, wir haben noch 30 Dollar Prämieneinnahme zu 500 Dollar Risiko. Also jetzt hier
Das zweite Beispiel, ne? 30 gegen 500. So, und jetzt könnt ihr euch natürlich, muss jeder für sich überlegen, was ist besser. Wenn man reinweg auf das Chance-Risiko-Verhältnis achten würde, würde man natürlich ganz klar sagen, na, dann ist doch viel besser, die At-the-Money-Option zu verkaufen, weil dann habe ich quasi für 1 Dollar oder für 3 Dollar Risiko 1 Dollar möglichen Gewinn. Ja? Wenn ich dagegen sage, ich verkaufe eine weiter aus dem Geld liegende Option bzw. einen Spread, dann habe ich natürlich, dann ist das Verhältnis eher so 1,18 etwa. Jetzt muss man sich aber natürlich überlegen, um das vielleicht mal ein bisschen grafisch auch zu zeigen, wenn du sagst, du hast hier deine Aktie und die eine Option, die eine verkaufte Option liegt halt hier und die andere liegt hier und das ist unsere Laufzeit. Ne? Also sagt die erste Option, die liegt halt hier, ne? Das ist der Chart, geht nach oben, erste Option liegt hier und die zweite liegt irgendwo hier unten. Ne? So. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Spread am Ende ein Gewinner wird? Und hier bietet es sich einfach an, zu versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Ne? Also ich persönlich würde ich verkaufe nicht so gerne At-the-Money-Optionen, auch nicht als Spreads, wobei das eben für jemanden, der sehr, sehr aktiv ist, der sehr genau dran sitzt, durchaus eine gute Strategie sein kann. Es gibt also zum Beispiel viele Händler, die handeln Ausbrüche und wenn zum Beispiel eine Aktie nach oben ausbricht, dann verkaufen die sofort am Geld eine Option oder viele Optionen am Geld und kaufen sich aber sofort Puts relativ nah darunter, weil dann, sie haben ja Risiko, ne? Eine At-the-Money-Option hat 50% Chance Risiko, aber wenn natürlich der Ausbruch schnell kommt und wenn es, was weiß ich, vielleicht noch eine Weekly-Option ist, die also nur ein paar Tage Restlaufzeit hat und der Ausbruch kommt sehr, sehr schnell und meistens dauert ja so ein Ausbruch dann auch 1, 2, 3 Tage, wo er dann hingeht, dann verdienst du natürlich damit gutes Geld. Das macht natürlich dann keinen Sinn zu sagen, ich nehme dann sehr lange Laufzeiten. So, das heißt, dann musst du das eher mit kurzen Laufzeiten machen und du musst eben aktiv davor sitzen. Das heißt, du musst das managen, eventuell noch Delta-Hedging mit den Aktien machen und so weiter. Dann vielleicht Bear-Call-Spreads dagegen schreiben. Ne? Also das ist was für einen sehr, sehr aktiven Trader. Jemand, der sagt, ich sehe jetzt, dass zum Beispiel eine Apple-Aktie ausbricht nach oben und ich möchte davon partizipieren. Ich sitze aber nicht den ganzen Tag am Rechner und ich möchte trotzdem eine abgesicherte Position haben, Marktumfeld passt und so weiter, der sollte dann vielleicht eher Optionen nehmen, die etwas weiter out of the money sind oder besser gesagt Spreads, die out of the money sind. Und hier bietet es sich eben dann an, dass man sagt, okay, ich nehme eben jetzt, was weiß ich, erste Standardabweichung, dann hast du so ein Delta von vielleicht 16, 17 ungefähr. Ich gucke mir das gerade hier mal an. Also wenn man das machen würde, dann würde man aktuell ungefähr $40 Prämie für $45 Prämie für $500 Max Risiko bekommen. Ne? Und dann hast du ungefähr so das 1:10er Verhältnis. Das liegt natürlich immer ein bisschen an der Volatilität. Ist die Vola höher, dann ist es eher zu erreichen. Ist die Vola niedriger, wie jetzt eine Aktie wie Apple, die gerade auf neues Hoch ausbricht, ist es natürlich eher geringer. So, das heißt also, bei Aktien, bei Indizes wirst du ist es ohnehin ein bisschen schwieriger. Und wenn du eben dann sagst, okay, ich gehe ein bisschen weiter weg aus dem Geld, dann darfst du auch die Laufzeit ein bisschen länger wählen, weil du sonst nichts mehr bekommst. Also du kannst eben nicht sagen, ich verkaufe eine Option mit 5 Tagen Restlaufzeit, die dann aber Delta 10 hat, weil für die gibt es einfach nichts mehr. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das heißt, dann musst du dir dann deinen Wert der Option ein bisschen über die Laufzeit einkaufen. So. Bei Future-Optionen gestaltet sich das Ganze etwas einfacher. Also wer jetzt beispielsweise, was nehmen wir mal einen schönen Markt, wir nehmen mal Crude Oil, steigt heute gerade wieder fast 1%. Und wenn du da eben jetzt sagst, okay, du verkaufst jetzt am Delta 10 eine Option, dann bekommst du hier $380 und wenn du da einen Dollar weggehst, dann hast du $1,000 Risiko, ja, dann kriegst du ungefähr so, dann hast du ungefähr so $100 Prämie für $1,000 Max Risiko. Dann heißt, dann hast du auch wieder 1,10.
Ja? Also das heißt, in Future-Optionen ist das leichter zu erreichen. Die optimale Welt wäre, wir hätten ein Verhältnis immer von 1 zu 3. Das ist aber wirklich nur in Ausnahmefällen notwendig. Und deswegen ist es ja auch so, dass jemand, der denkt, dass er immer, wenn er, also jemand, der sagt, ich handle immer nur Spreads und das bewahrt mich vor allen größeren Einbrüchen, das stimmt einfach nicht. Ne? Spreads helfen in Extremsituationen, dass das Konto nicht aufgelöst wird. So. Aber nichtsdestotrotz können die Drawdowns auch mit einem Spread sehr, sehr groß sein. Und ihr wisst, nächste Woche am 24.05. um 18.30 Uhr mache ich ja extra ein Webinar auch nochmal darüber, so ein bisschen die Lehren aus dem, was Anfang des Jahres war. Und da will ich das auch nochmal ein Beispiel mit zeigen. Schaut da also auf jeden Fall rein. Okay, das war's für heute. Ich versuche jetzt immer mal hier auf dem Kanal auch so kurze Fragen, also gerade was so aktuell ist, was ich bei uns im Forum lese, hier auf Facebook, also die Optionshändler, was ihr mir vielleicht bei Instagram schreibt oder was auch hier in den Kommentaren steht, euch schnelle, kurze Videos immer mal wieder mit reinzumachen. Die sehen dann technisch nicht so toll aus, ne? Also ist dann keine Leinwand extra dahinter oder sonst irgendwas, aber ich denke, da können wir schnell Fragen klären. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit, viel Erfolg an den Märkten, wir sehen uns, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.